Moin Moin zusammen. So, dann werden wir jetzt hier mal weiter wimmeln und mal gucken, was uns hier erwartet. Okay, das ist jetzt... Hier waren wir ja schon. Dieser Abdruck ähnelt einer Sonne. Das ist gut. Was für ein seltsames Schloss. Dafür benötige ich einen speziellen Schlüssel. Haben wir aber noch nicht. Doch, jetzt haben wir den. Gut, jetzt nehmen wir den Schlüssel und einfach mal da rein. Ach, da kriegen wir die Sonne. Ganz offensichtlich, die Sonne kommt da rein. Was ist das? Ein Hebel. Wo? Achso. Hier dann, ne? Okay, klar. Aha. Ich bezweifle, dass der Drache mit dem Arm, was mir den Arm geben wird. Ich benötige ein Werkzeug, um sein Maul zu öffnen. Gut. Alles klar, wir brauchen jetzt hier eine Brille. Ich brauche etwas, um die Brille abzuschneiden. Gut, was hast du hier? So ein winziger Schleifstein, aber schärfen sollte er können. Aber schärfen sollte er können, das ist richtig. Aha, ein Mannequin. So, was haben wir hier? Diese Plüschkatze scheint eine Brille getragen zu haben, das ist gut. Der hier braucht seinen Arm, ohne Arm ist der Ritter nutzlos, das ist richtig. So, Brecheisen gehe ich mal davon aus, da. Genau. Der Arm, dann kriegt der Ritter den wieder. Sag mal, ein Schwert. Okay, jetzt können wir den hier bestimmt schleifen, ne? Super, dann hier vielleicht rausschneiden. Oh, super, die Brille hier, denke ich mal wieder drauf. Der gibt mir, ist halt auch immer. Den einfach mal hier drauf. So. Alle Juwelen sollten ihre farbig passenden Aussparungen liegen. Okay, das heißt, nee, nicht sowas schon wieder. Gut, das heißt, der muss darüber. Okay, das bringt jetzt da so nichts. Also der Grund ist schon mal gut. Was ich solche Rätsel ja liebe, ne? So, so, so. Ich würde den Grünen gerne hier liegen lassen. Problem ist aber... Ich komme... So dann nicht weiter, ne? Dann machen wir den mal dahin. Die müssen wir eigentlich theoretisch jetzt fast das gleiche machen. So. Tata! Das ist doch, ja, Kofferschlüssel. Das ist der Kofferschlüssel. Das ist gut zu wissen. Wo war der denn jetzt nochmal? Ich glaube, der war bei der Pflanze, oder? So, das ist unser Blitzableiter. Unser super Blitzableiter. Hier bei der. Hier muss er sein, oder? Hier, ne? Genau. Dann rein da. Ich weiß nicht, was diese chemischen Symbole bedeuten. Ich muss nur die benötigte Flasche auswählen. Aha. Das ist... Ja. Wenn er nicht weiß, was er mitnehmen soll, woher weiß ich dann, was er mitnehmen soll? Was die chemischen Symbole bedeuten? Ich muss nur die benötigte Flasche auswählen. Ja, das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht.
Steht das eventuell im Buch? Hier steht jetzt gar nichts, ne? Also. Okay. Ja, das ist gut zu wissen, denn, naja, das wissen wir schon. Irgendwo muss das ja stehen eigentlich, ne? Lass mal hier gucken. Hier oben ist auch nichts mehr. Also ich gehe mal davon aus, hier oben müssen wir gar nichts mehr machen, oder? Dann gehen wir einfach mal wieder nach hinten. Denn schießt irgendwo muss es ja. Ich guck hier nochmal. Hier kann man auch nichts machen. Ja, hier war ja. Hier ist ja das mit der Mühle. Die Kaffeemühle ohne Griff nutzt mir nichts. Das ist schon klar. Was hast du hier? Vielleicht das Rohr. Ah! Ein Griff. Ich werde bekloppt. Können wir jetzt Kaffee machen, ja? Das war jetzt mehr Zufall, aber okay. Gemahlener Kaffee. Super. Es ist die Frage, was sollen wir mit dem Kaffee machen? Also, hier ist nichts. Ah, warte mal. Vielleicht kann ich den Kaffee hier drüber machen. Okay, schade. Ich weiß nicht. Ja, das ist doch schlecht dann. Gemahlener Kaffee. Es ist natürlich die Frage, habe ich das? Ja, ja, die Pflanzen wachsen direkt aus. Ja, ja. Habe ich das dann? Habe ich das irgendwo übersehen? Mal gucken, da oben war nichts mehr. Hier unten. Denke ich mal. War auch so nichts. Jetzt ist die andere Kugel nachher noch. Lass uns nochmal hier gucken. Ah, warte mal. Die Raupe. Okay. Raupen, damit kann ich die Pflanze loswerden. Aber wie locke ich sie an? Ja, das ist auch immer noch so ein Problem. Weil ich gerade nicht weiß, wie wir die anlocken sollen. Gucken wir mal, ob hier. Nee, der Tipp ist hier für nicht. Denke ich mal, hier ist auch nicht. Sehr gute Frage. Lass mal gucken. Dann gehen wir mal schnell hier hoch. Hier denke ich mal wohl auch nicht. Ich werde mir jetzt einfach mal einen Tipp holen. Ah! Hier vielleicht Kaffee drauf machen, ja? Was ist da? Was steht da drauf? Okay, CH2OH. Okay, gut. Dann wissen wir ja jetzt. Nein, das war falsch. Dann wissen wir ja jetzt, was wir mitnehmen sollen. Ja, Tipps sind manchmal ganz ratsam. So, nee, ich bin falsch. Nein! Dann gehen wir wieder hoch. Hier raus und da rein. Genau. Also über das CH. Da ist er da. Glucose. Ich gehe auch mal davon aus. Nee, das war falsch. Ich denke mal, mit dieser Glucose können wir jetzt bestimmt die Raupe anlocken. Ist jetzt so mal mein Tipp. Was natürlich nicht klappt. Schade eigentlich. Ah, doch. Ui. Wie viele kommen denn da noch? Gut. Fläschchen mit Raupen. Gut, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir jetzt hier raus können. Und vielleicht sind wir jetzt auch schon kurz vom Ende. Ich weiß es nicht. Also ich denke mal, die Raupe, die werden wir jetzt einfach mal hier drauf machen. Perfekt. Braucht ja auch mal Zeit, ne? Symbol der Erde nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Was hast du?
Die archäologische größte Entdeckung wurde ihm zum Verhängnis. Ja, da steckst du nicht drin. Na? So, wer war dieser arme Passagier? Ja, das wissen wir alles nicht. Was wir aber jetzt wissen ist, dass wir dieser komischen Figur das letzte Kügelchen geben können. Und ich gehe mal davon aus, dann wird es das gewesen sein. Ja, ja, ich kenne das. Setze die farbigen zu den Stirnmarkierungen passenden Augen in die Gesichter ein. Lege die Symbole der Elemente in die Hände der Statue. Soll ich dich mal was kratzen? Nee, halt. So. Setze die farblich zu den Stirnmarkierungen passenden Augen in die Gesichter ein. Lege die Symbole der Elemente in die Hände der Statue. Und das haben wir ja jetzt gemacht. So. Aber irgendwie verstehe ich jetzt gerade. Das Rätsel nicht. Setze die farblich zu den Stirnmarkierungen passenden Augen in die Gesichter ein. Farblich zu den Stirnmarkierungen passenden Augen. Das heißt, ja, was heißt das dann? Grün. Muss ich das jetzt hier so rübernehmen? Ja, halt, warte mal. Da wird doch. Also hier ist orange. So. Ja, Alter, willst du mich verarschen? Am frühen Morgen willst du mich schon verarschen. Ja, setze die farblich zu den Sternmarkierungen passenden Augen in die Gesichter ein. Lege die Symbole der Elemente in die Hände der Statue. Haben wir gemacht. Aber... Ah, halt, warte mal. Nee. Sagt mir mal einer, wie das hier gemeint ist. Also, ganz ehrlich. Ich reiß ja gleich die Nase ab, Junge. Also hier können wir drehen. Da. Und. Ja. Was bringt uns das jetzt? Ah, halt, warte mal. Okay. Also, ich glaube, ich habe es verstanden. Das heißt, hier kommt grün hin. Wir werden das einfach mal ausprobieren. Ich nehme hier grün. Pack den da rein. Wo den dann? Ja. So, da rein. Jetzt müssen wir den drehen. Ja, und jetzt? Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Äh,
Nee, das ist schon so richtig, glaube ich, ne? Das heißt, ich müsste jetzt den hier nehmen, den da reinpacken. Kann mir den nehmen und den da reinpacken, genau. Dann packe ich den wieder hier rein. Oh. Okay, ich habe einen zu viel. Das heißt, ich muss einen raustun. Ne, dann machen wir das doch anders. Wir tun hier direkt den grünen rein, ne? Jetzt lassen wir mal gucken. Da ist der grüne. Den grünen nehmen wir, packen wir da rein. Gehen wieder eine zurück. Na, jetzt habe ich es verstanden. Tun den da rein. Perfekt. Dann, hier ist der orangene. Wo ist orange? Nehmen wir hier mal den blauen weg. Tun hier den orangenen rein. Denn irgendwo ist auch der blaue, genau. So. Packen wir den dahin. Den hier rein. Hier ist grün, den haben wir schon. Den packen wir hier rein. Orange nehmen wir mit. Was kriegen wir hier? Perfekt. So. Den da rein. Und wohl eine zurück. Hier ist orange und... Ja. Super. Nun muss die Symbole der Elemente in die Hände der Statue gelegt werden. Ja. Was ist das? Das ist rot. Gut, dann nehmen wir mal den hier. Nein, ne? Jetzt muss ich hier wieder sowas machen, ja? Schön. Haben wir den ersten schon mal? Packen wir den mal hier hin. Ah, perfekt. Und den jetzt dahin. Und das müsste doch gewesen sein, oder? Interessant, die Truhe. Jetzt gehe ich mal davon aus, jetzt müssen wir ihm die Truhe geben und das Spiel warten. You have succeeded where so many others failed. I suppose that you learned who caused this catastrophe. I followed my captain's orders blindly, and for that, I paid a heavy price. Give me that wretched box, and we can put an end to this. Sollen wir ihm die Box geben? Ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl. Geben wir dem einfach die Scheißbox. Glückwunsch, du hast das Bonuskapitel des Spiels abgeschlossen. Klicke im Hauptmenü auf Extras, um den Bonusinhalt zu genießen. Nein, machen wir nicht. Ja, ich würde euch jetzt gerne den Abspann noch gönnen, aber das war's wohl. Ja, Leute, das war's mit Redemption Cemetery Grabgeflüster. Und mich würde mal interessieren, wie hat euch das Spiel gefallen? Stellenweise ein bisschen unlogisch, aber ansonsten ging's eigentlich. So, in diesem Sinne verabschiede ich mich einfach oder warte mal, gucken wir mal, was haben wir denn hier so Schönes noch? Extras, Bildschirmschoner, ja, wie gesagt, dann sind wir jetzt hier durch und ja, ich verabschiede mich dann.
Bis dann. Ciao.